zeige Ihnen jetzt mal kurz das Kalil. Das israelische Gewehr ist, wenn man so kann sagen, eigentlich ein lustiges Gewehr. Wir haben da bereits Voraussetzungen, man kann es tragen. Ganz einfach, sie ist sehr schön, hat einen Klappschaft, hat eine Dreifußstütze. Die Dreifußstütze, die hat noch etwas ganz Lustiges. Die hat da vorne mit dem Dreifuß hat sie einen Drahtabschneider. Und man hat gesagt, das sei das erste Gewehr, wo wir eine Coca-Cola-Flasche aufmachen damit. Da hier ist die kleinste. Die nennt sich Kolibri, es steht sogar noch drauf. Kaliber 2,7 mm, es gibt auch noch Kaliber 2,3 mm. Und man kann sich fragen, ob die Effizienz von dieser Pistole wirklich gegeben ist. Im Gegensatz zu dieser, das ist die grösste und die schwerste. Kaliber 45 Magnum, mit der kann man ein 10 mm dickes Eisenblech durchschiessen. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Und wenn man mit dieser schiesst, muss man A, einmal stehen und B, mit beiden Händen schiessen. Wenn man das nicht richtig macht, bricht man das Schlüsselbein, da weiß man aus Erfahrung. Wenn einer liegt und mit dieser schiesst, Schlüsselbein benannt. Eine ganz rare Raketenpistole aus dem deutschen U-Boot habe ich irgendwie ergattern. Die ist hergestellt aus rostfreiem Stahl. Im 1942 ist der Deutsche der rostfreie Stahl ausgegangen oder sie haben ihn für anders gebraucht. Und dann haben sie die Pistole gemacht aus Aluminium. Was nicht ganz so schön ist, aber das spielt gar keine große Rolle. Sie hätte bloß müssen so lange heben, bis da der U-Boot versoffen ist. Ich habe von einem belgischen Kollegen eine ganz lustige, in Anführungszeichen, Waffen bekommen, die ich als höchst unhöflich bezeichnen muss. Das ist eine Koppelschlosspistole. Sie tut Koppelschloss vortäuschen, ist aber eine Pistole. Wenn man abdruckt, geht der Deckel auf und dann kann man vier Läufe führen und die Läufe kann man einzeln abschiessen. Und ich finde das einfach nicht nett, wenn man es im Gegenüber so eine Kugel im Bauch jagt, ohne dass man vorher etwas sagt. Ich finde auch, dass das eigentlich gar nicht so gentlemanlike ist und nicht der Soldaten Ehren spricht, aber das sind ja keine Soldaten, das sind Politiker. Eben, die Skorpion, da ist das Apparat, das klein, mit einer Hand. Sehr einfach. Zum Trägen hat es so einen Bügel, man kann aber auch diesen Weg schiessen. Man kann auch diesen Weg mit Serie schiessen. Es gibt einen Holster, den habe ich auch. Den kann man so unter dem Schoppen tragen. Auf dieser Seite hat man vier Magazine, wo sie jedem Magazin in 25 Schuss hat. Sehr schnell zum Zusammenbauen, sofort einsatzbereit. Und wir sind eben froh, dass die nicht mehr frei verkauft werden können. Dann nehmen wir noch den John Wayne, meinen alten Freund. Der hat ja immer mit dem mit seinem Unterhebelrepetierer Winchester, mit dem kurzen, der im Kavalleriekarabiner ungefähr entspricht, hat er seine Filme gedreht, hat, weil er mit einer Hand geschossen hat, den grossen Bügel dran und hat immer mit einer Hand hat er geladen. Ich kann das nicht so gut wie der John Wayne. Und das ist ein ganz famoses Gewehr. Ich bin ein bisschen ein Verehrer von John Wayne. Das ist der Typ von Schauspieler, der mir gefällt. Also gar noch seine Munition mit dem Bild drauf. Aber irgendwo verdrängen Sie gleich ein bisschen, dass Waffen halt doch ein Tötungsinstrument sind. Ich verdränge es nicht, es ist mir sehr bewusst. Und das ist eigentlich das, was mich stört an den Waffen. Aber wenn man sie zur Verteidigung braucht, ist vielleicht ein anderer Aspekt, wieder, wenn man sie als Angriffswaffe braucht.